herzlich willkommen zusammen zum wohl letzten News-Video zur Platinum Edition, bevor sie dann tatsächlich released wird. Wir schauen uns heute die letzten Neuerungen, die letzten Details, die Giants bekannt gegeben hat, gemeinsam an. Und im Anschluss habe ich dann auch noch eine kleine Spekulation für den weiteren Ausblick des LS22 für euch. Ja, in 5 Tagen ist es soweit und die Platinum Edition wird erscheinen. Falls ihr euch dafür interessiert und ihr habt es ja noch nicht gekauft und ihr habt auch keinen Season Pass, bis zum 14.11. erhaltet ihr über den Link in der Videobeschreibung noch 1 Euro Rabatt. Also entscheidet euch rechtzeitig dafür, wenn es euch tatsächlich interessiert. Über den Link würdet ihr sogar mich unterstützen, würde mich sehr, sehr freuen. Und jetzt legen wir los mit dem Video. Ja, in der Platinum Edition, in der Silver Run Forest, der neuen Map, die mitkommt, wird es über 20.000 Bäume geben. So viele Bäume gab es noch auf keiner Giants Map. Neben den vielen Bäumen gibt es aber noch viele weitere Besonderheiten auf dieser Karte. So gibt es unzählige kleine Bachläufe, die sich durch die Karte schlängeln, kleine Teiche, Seen und zwischendurch auch eher ruhige Orte, die einfach mal zum Aussicht genießen einladen. Die Umgebungsdesigner von Giants haben sich extra Mühe gegeben, um das ganze saisonale Wachstum, die Veränderungen hier mit der Seasons Mod, die es jetzt quasi im LS22 schon seit einem Jahr gibt, ja, um da einfach die Farben von Gras, Laub und Büschen noch mal besser darzustellen wie bisher. Ich bin sehr gespannt, wie das dann schlussendlich genau ausschauen wird. Wobei ich muss an der Stelle ehrlicherweise sagen, ich finde hier die Büsche hier, die Bäume, die hier orange-rotes Laub haben, und zwar durchgängig, das finde ich schon ein bisschen zu krass und eintönig. Ich fände es cooler, wenn der Baum dann so ein bisschen mehr Stufen hätte, dass da auch noch ein bisschen Gelb mit drin ist oder Grün noch. Schreibt auch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ja, und es wird wohl ein neues Feature geben. Herbstlaub soll durch die Straßen wehen. Bin mal gespannt, wie das ausschaut. Ein weiteres neues Feature ist, dass wenn es regnet, dann bilden sich kleine Pfützen auf den Straßen. Das ist so ein Ding, was sich Giants aus meiner Sicht aus den Rea-Mods abgeschaut hat. Denn da ist es auch seit jeher schon so, dass dann bei Regen auf den Feldern in Kuhlen sich Pfützen bilden und das Ganze dort schlammiger wird. Schlammiger wird es jetzt hier nicht. Es bilden sich halt einfach nur die Pfützen auf der Straße. Aber das macht die ganze Umgebung schon deutlich authentischer. Schauen wir uns mal die wichtigsten Orte auf der Karte an und ja, damit sehen wir, glaube ich, auch zum ersten Mal so einen Gesamtüberblick über die ganze Karte, wie die aufgebaut ist. Können wir uns gleich mal im Detail anschauen und im Anschluss gibt es dann noch eine Spekulation von mir, sowie es gibt auch Sammelobjekte, die ich dann gleich noch vorstellen kann. Ja, wir haben hier einmal die komplette Karte. Wir haben hier unten die Schiffswerft, hier ist eine Zugstation. Hier oben ist unser Haus, also das direkt auf dem Hügel. Wir können, glaube ich, hier an die Straße, müssen dann aber, ja doch, wir können hier runter und da runter. Also wir sind relativ schnell in der Stadt, glücklicherweise. Wenn unser Haus hier oben wäre, dann wäre es ein bisschen komisch, aber ja, wir brauchen bestimmt viel Sprit. Und bei den Flüssen, wo wir nicht überall drüber können, ist auch sehr wertvoll, dass wir hier oben nochmal eine Tankstelle haben. Genauso wie hier. Und unten in der Stadt. Also, ja, hier wäre vielleicht noch eine cool, aber die drei sind schon mal sehr, sehr gut verteilt, würde ich sagen. Wir sehen hier 3 Flüsse, 3 große, die dann in einen münden, aber zwischendurch hat es auch noch kleine. Und ansonsten richtig viel Wald. Felder haben wir tatsächlich nur 3 Stück hier unten. Hier ist noch eine Fläche, wo ich denke, wir können da bauen. Aber wir müssen uns das Gelände anschauen. Hier hinten ist ziemlich felsig, da eher nicht. Aber ansonsten können wir sicherlich, wenn wir einen Teil abgeholzt haben, auch hergehen
und dort neue landwirtschaftliche Flächen erschließen, beziehungsweise hier unten bei der 3 das Ganze noch ein bisschen erweitern. Dann haben wir hier unten in der Stadt ein kleines Museum und eine Besonderheit, ja, Silver Run Forest ist scheinbar gar nicht so weit von Elm Creek weg, denn wir haben hier einen Zug, der nach Elm Creek fährt. Ich bin gespannt, ob es da irgendwas gibt, dass wir da Sachen hin und her schicken können. Oder ist einfach nur so. Wir werden sehen. Keine Ahnung. Dann, ja, Tankstellen haben wir uns schon angeschaut. Der Rollercoaster, also die Achterbahn, ist hier unten. Ein Riesengelände, da müssen wir jede Menge Holz anliefern. Uiuiui. Und dann haben wir halt hier noch zig verschiedene Punkte. Zum Beispiel hier oben ist ein Verkaufspunkt. Bei B ist eine alte Sägemühle. Ich würde sagen, wir schauen uns mal die wichtigsten an. Und die wichtigsten sind aus meiner Sicht hier mal so der Punkt D. Da ist ein Minenschacht. Da können wir tatsächlich aus der Mine unser Erz bekommen. Dann haben wir diverse Produktionen, die hauptsächlich hier unten ansässig sind. Also die Fassherstellung, dann hier die Zubehör, Kunstzubehörherstellung. Also da können wir wahrscheinlich die Staffelei und die Bilderrahmen herstellen lassen. Und so weiter und so fort. Und auch hier im Dorfzentrum ist eine Feuerwehr. Fire Department. Ist es jetzt einfach nur so da? Oder hat es jetzt auch spezielle Funktionen? Dazu haben sie nichts gesagt. Da wir sehr kurz vorm Release sind, denke ich wahrscheinlich ohne Funktion. Ähnlich wie auch der Minenschacht. Und ansonsten halt sehr, sehr viele Verkaufspunkte hier. Zwischendrin immer wieder mal eine Stelle, wo wir dann Sachen verkaufen können. Aber da wir bei den meisten das meiste verkaufen können, ist es besser, wenn man sich das dann individuell anschaut. Schauen wir uns die Eisenmine noch mal ein bisschen näher an. Die steht hier an dem Punkt D, habe ich euch ja gerade eben gezeigt. Und da wird automatisch, wenn die läuft, Eisen produziert. Es kommt hier raus, ihr könnt es aufladen und abtransportieren. Also nichts mit Bohren und Baggern und so weiter. Aber wir kommen an der Stelle zu einer Spekulation. Wie gesagt, das ist Spekulation meinerseits. Hat auch einer von euch geschrieben in die Kommentare, der das ähnlich denkt wie ich. Ich habe es, glaube ich, in irgendeinem anderen Video sogar schon mal angesprochen. Wir bekommen jetzt hier von Volvo sehr, sehr viele Maschinen. Irgendwelche großen Kipper, Bagger, Radlader, also richtig schwere Maschinen. Und dem einen oder anderen ist sicherlich schon aufgefallen, dass bei Giants tendenziell immer irgendwelche Dinge, die irgendwelche Modder geschaffen haben, nach und nach dann direkt in das Hauptspiel integriert werden. So zum Beispiel der Seasons Mod, wenn man Nummer 1 nennen möchte. Und wenn jetzt so viele Baumaschinen auf einmal kommen, es gibt auch zig Baumods, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass in dem zukünftigen Season Pass, der dann kommt für das nächste Jahr, dass da eine Weiterentwicklung kommt, dass wir dann tatsächlich selber Bergbau betreiben können und da irgendwie Kohle, Stein, Eisen oder ähnliches abbauen können. Wie gesagt, das ist nur eine Spekulation. Ich habe absolut keine Info, ob das der Wahrheit entspricht oder nicht. Möglich wär's. Schreibt gerne mal eure Gedanken dazu in die Kommentare. Würde mich auch interessieren, was ihr dazu denkt. Ist natürlich auch so, ja, hat jetzt nicht zwangsläufig was direkt mit dem Landwirtschaftssimulator an sich dann zu tun, aber ist trotzdem eine Simulation, geht dann schon mehr Richtung Bausimulator. Ja, vollkommen richtig, aber es gibt sicherlich einige Personen da draußen, die das Ganze feiern würden und auch spielen würden. Weiter haben wir da noch so ein paar Beispiele für verschiedene neue Produktionen, wie die ausschauen. Finde ich ein sehr, sehr schick designtes Haus hier. Und zwar werden hier Spielzeugwaren für Tiere hergestellt. Also Vogelhäuser, Katzenkratzbäume, Hundehütten und vieles mehr.
auch sehr cool hier. Haben wir dann Paletten, wo dann schon verschiedene Sachen drauf sind. Ja, das ist wahrscheinlich hier so der Katzenkratzbaum, den wir dann selber zusammenbauen müssen. Und das sind einfach jetzt hier wahrscheinlich 12 Einheiten pro Palette drauf. Dann gibt es insgesamt 2 Sägewerke, die dann Bretter, Balken und fertige Wände herstellen können. Und das eine ist hier extra abgebildet, weil es ein ganz besonderes ist und hier eine ganz besondere Funktion zum Tragen kommt. Denn wir haben ja auf der Karte schon verschiedene Flüsse gesehen und wir können dort einfach in die Flüsse unsere Holzstämme reinwerfen und die schwimmen dann von alleine ab Richtung Sägewerk und genau zu diesem Sägewerk hier. Und dann können die hier automatisch mit der Vorrichtung hier aus dem Wasser gehoben werden, liegen dann hier drauf und werden dann hier in das Werk reingezogen und da drin verarbeitet. Somit müssen wir die ganzen Stämme nicht die ganze Strecke hier transportieren. Finde ich eine sehr, sehr geniale Idee. Und mir kommt ein Gedanken, das Sägewerk ist vielleicht in der Nähe der Achterbahn. Wenn wir hier irgendwas im Wasser machen können, dass die doch nicht eingezogen werden und wir dann hier die Stämme wieder rausholen und dann zur Achterbahn bringen, haben wir vielleicht kürzere Transportwege. Muss man mal ausprobieren. Kann auch sein, es funktioniert nicht. Ja, und es wird auch Collectibles geben hier auf der Karte. Hier ist ein Museum und dort werden die Collectibles dann dargestellt. Sprich, sobald wir das jeweilige Sammlerstück gefunden haben, wird es hier im Museum erscheinen und ich finde es richtig genial, was sie sich da einfallen lassen haben. Denn es dreht sich ja hier alles um Holz und Holzkunstwerke, also Schnitzereien aus Holz, sind hier die Sammelobjekte, die dann hier ausgestellt werden. Finde ich echt genial. In dem Zusammenhang kommt mir gerade Locke von Holzkunst Scholz in den Kopf. Weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere ihn ja auch, ist ein YouTuber, der auch Holzkunst macht. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr ihn kennt. Ja, insgesamt wird es 20 Objekte geben, die ihr an verschiedenen Stellen finden könnt. Hier mal ein Beispiel auf einer Seerose. Im Wasser ist ein Frosch. Passender könnte es nicht sein, oder? Ja, genial. Ich freue mich drauf. Ich wünsche euch viel Spaß beim Sammeln. Und wir kommen zum nächsten Punkt. Und zwar, alles was wir hier produzieren und ernten, müssen wir auch irgendwo verkaufen können. Es gibt hier den Silver Run Market, das ist ein Markt. Und hier können wir so gut wie alles verkaufen. Schaut euch mal die ganze Palette hier an. Die ersten 2 Reihen hier sind die Standardsachen aus dem LS22. Und mit der Platinum Edition kommt jetzt eine komplette neue Reihe hinzu. Ist schon krass, was sie sich hier alles einfallen lassen haben. Boah. Irgendwann gibt es wieder eine weitere Edition, wahrscheinlich in einem Jahr, wo dann wahrscheinlich wieder eine komplett neue Reihe hinzukommt. Der Abwechslung halber wäre ich dafür, wenn es dann nicht mehr um Holz geht, sondern um was anderes. Aber ist schon krass, was die hier auf einmal dann mit reinbringen. Und so habt ihr auf der ganzen Karte überall Verkaufsstationen, wo ihr dies und das verkaufen könnt. Hier haben wir zum Beispiel Waffle Hut, ein kleiner Diner, da können wir auch einiges verkaufen. Ja, die Anspielung hier auf Waffeln, okay, sehr interessant. Der Text, der offizielle dazu, da steht was drin von wegen Herstellung von Waren. Ich glaube jetzt allerdings nicht, dass wir tatsächlich Waffeln herstellen können. Denn ich habe bisher noch kein Icon gesehen für Waffeln. Hier unten ist auch keins dran. Und ich denke, so ein Fehler wird scheinbar nicht passieren, dass wir hier einfach das Waffel-Icon vergessen. Möglich wäre es, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir Waffeln herstellen können. Aber da es hier komplett um Forstwirtschaft geht, sind natürlich die meisten Verkaufsstationen darauf ausgelegt, dass ihr dort überall euer Holz loswerden könnt. An den 2 zuvor gezeigten jetzt nicht zwingend, aber hier haben wir zum Beispiel das Containerlager, dort könnt ihr Holz verkaufen und genauso an vielen weiteren. Welche im Detail? Da müssen wir uns dann tatsächlich überraschen lassen.
Zum Beispiel hier auch am Containerlager können wir unsere kompletten Schiffscontainer verkaufen, um diese dann wieder neu zu befüllen oder die nächsten leeren zu kaufen und dann wieder zu befüllen. Die Mechanik bin ich auch sehr gespannt, wie das dann im Detail funktionieren wird. Ja, und dann war es das auch für dieses Video. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, was ihr von der Spekulation haltet, dass Giants sich so im nächsten Season Pass vielleicht in Richtung Eisenerz, ja, Bausimulator orientiert. Ich weiß es nicht. Nur eine Spekulation. Und lasst Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ganz viel Spaß nächste Woche beim Release der Platinum Edition. Euer Iltis. Ciao, ciao.